Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess mit Medalena. Ja, ich schaue mich immer noch ein bisschen hier um in Hyrule Stadt. Ups. Und gucke mal, was wir hier noch sonst alles entdecken können. Zur Türen und Scheiß. Oh mein Gott! Hundi! Oh, hallo Honi. Oh, hihi. Ich habe wieder was Schönes gefunden. Einen kleinen treuen Freund zum Spielen. Ja, das letzte Mal haben wir eigentlich nicht so... Nein, wo ist mein Honi? Ah. Das letzte Mal haben wir leider nicht so viel geschafft. Aber ich habe hier ganz viele Katzen. Hallo, Katzi. Was ist das denn? Ach, euer Ball. Hihi. Oh, ihr seid so süß. Oh, ihr seid so süß. Oh mein Gott. Ah, ich muss hier weg. Oh mein Gott, das ist so süß. Warum ist die Tür mal verschlossen? Ach so. Weil hier Giovanni wohnt. Tja, ich bin Katzendieb. Haltet mich nicht auf. Nein, bitte. Einmal kurz. Danke. Was? Blumen? Wofür? Okay. Ich muss mal Thelma besuchen gehen. Erstmal ein schönes Glas Milch trinken. Wie in Zelda halt üblich, ne? Da trinkt man halt Milch. Die coolen Leute machen das so. Hab ich gehört. Ja. Thelmas Wirtshaus. Wer nichts wird, wird, wird. Und da ist auch eine dicke Katze. Die kann ich nicht hochnehmen. Bestimmt, weil sie zu fett ist. Aber die ist klein. Vielleicht ist sie einfach nur pelzig, flauschig. Hallo, du schon wieder. Was soll ich nun nehmen? Hauptsache irgendwas mit Fleisch. Mit Fleisch! Gebratenes Fleisch! Okay. Oh. Badass, da bist du ja. Hi, ne? Ich habe dicke Milchtüten. Ich habe dich schon erwartet. Du kommst übrigens genau zur rechten Zeit. Wir haben gerade über dich geredet. Der Postbote und ich. Hey. Alle mal herhören, ich will euch jemanden vorstellen. Das hier ist Badass, der, von dem ich euch schon so viel erzählt habe. Hi. Gar nicht unangenehm. Du erinnerst dich noch an das, was ich dir erzählt habe? Meine Freunde und ich, wir wollen etwas für Hyrule tun, weil hier in letzter Zeit einiges schiefläuft. Revolution. Einer von uns ist allerdings gerade unterwegs, um etwas über die Gerudo-Wüste im Westen zu erfahren. Ein mysteriöser Ort. Raffler heißt er, ein netter Alter. Du solltest ihn kennenlernen. Ihr würdet euch bestimmt sehr gut verstehen. Hör mal, jetzt bist du extra hier, da kannst du dich auch ruhig ein wenig entspannen, bevor die Reise weitergeht. Unterhalte dich doch einfach ein wenig mit den Leuten. Alles ganz wundervolle Menschen. Ich habe doch Raffler schon getroffen. Wie geht's eigentlich der kleinen Ilia? Ich bin sicher, Leonard wird eine gute Methode finden, ihre Erinnerung zurückzubringen. Aber du solltest dich erstmal um die dringenderen Dinge kümmern, die anstehen. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, solltest du dich erst einmal mit Raffler treffen. Er ist einer von uns. Er stellt gerade Nachforschungen über die Gerudo-Wüste westlich von Hyrule an. Jedenfalls ist er nicht hier. Auf der Karte auf dem Tisch ist eingezeichnet, wo du hin musst. Das weiß ich doch schon. Hallo. Lange nicht gesehen. What? Es tut mir leid, das ist... war laut. Du? Okay, damit das... Also, das war jetzt wirklich unerwartet. Olina hat mir alles erzählt. Und in Kakariko habe ich die Kinder auch schon getroffen. Sie haben mir natürlich alles von deinen Heldentaten berichtet. Vielen Dank, Badass. Ich weiß nicht, was ohne dich mit Colin passiert wäre. Er hat sich ja ganz schön verändert.
Tja, und da dachte ich, ich sollte mich auch irgendwie nützlich machen, damit er stolz auf mich ist. Weißt du, Thelma und ich, wir sind alte Bekannte. Ja, alte Bekannte, if you know what I mean. Im Moment versuchen wir noch etwas herauszubekommen, aber wenn es soweit ist, wirst du sofort informiert. Okay, das ist cool. Hey, hallo, du bist doch Badass, oder? Mich nennen die Leute Jago. Schön, dich kennenzulernen. So wie Jago von Aladdin? Thelma hat mir alles über deine Taten berichtet. Anscheinend bist du ein richtig großer Kämpfer. Ich bin mehr ein Bücherwurm. Im Kampf leider nicht so ganz gut, wie ich es gerne hätte. Na, zumindest kann ich dir alles über die Geschichte Hyrules und seine Mythen berichten, wenn du dich dafür interessierst. Nö. Du hast eine komische Frisur. Und eine komische Rüstung. Und einen komischen, doofen Gesichtsausdruck. Ich bin Ashley. Meine Kindheit habe ich in den Bergen verbracht und mein Vater hat mich gelehrt, wie ein Soldat zu denken. Deshalb bin ich manchmal etwas ungehobelt. Nimm es besser nicht persönlich, ja? Übrigens gibt es etwas, das ich dir besser sagen sollte. Die Berge im Norden von Hyrule, die Schneeberge. Sie sind anders als alle anderen Berge, die ich kenne. Ich weiß zwar noch nicht genaueres, aber dieses Gebirge ist irgendwie nicht normal. Dort regiert das Böse. Das Böse! Ich sage dir Bescheid, sobald ich etwas herausfinde. Für den Augenblick solltest du diese Berge aber auf jeden Fall meiden. Den Schneebergen solltest du dich vorerst nicht nähern. Im Moment kann ich noch nichts Genaues sagen, aber diese Berge sind einfach nicht normal. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich was herausfinde. Im Moment beschäftige ich mich vor allem mit den Legenden, die sich um das Volk der Kumulaner ranken. Die allgemeine Lehrmeinung ist ja bekanntlich, dass Hyrule von den Hylianern erschaffen wurde, den ältesten aller Völker. Aber tatsächlich gibt es noch ein viel älteres Volk, von dem der Mythos sagt, dass es das Volk sei, das Hyrule erschaffen hat. Als es die Hylianer erschaffen hatte, erbaute dieses Volk sich eine neue Hauptstadt und ließ sie in den Wolken verschwinden. Dort, in dieser Stadt, in den Wolken, sollen sie heute noch leben. Zumindest gibt es Gelehrte, die das behaupten. Die Kumulaner, eine hübsche Vorstellung. Wenn es sie wirklich gibt, würde ich sie gerne auch einmal kennenlernen. Ich habe das Gefühl, dass es sie wirklich gibt und dass wir sie wirklich kennenlernen werden. Aber gut. Na gut. Ja, dann bin ich weg. Dann muss ich wirklich zu diesem Raffler. Nein, ich muss zu Tobi. Genau, der... Ich muss nämlich vom Raffler einen Brief an Tobi überbringen. Ja, klingt komisch, ist aber so. So, hier wollte ich noch gucken. Hier kam ich ja nie rein, irgendwie. Hier ist die Wahrsagerin, ne? Ah, es hat auf. Gut. Kumula... Was? Du bist komisch. Willkommen bei Magikana. Wenn du willst, öffne ich dir die Tür zu deiner wahren Bestimmung. Willst du etwas über dein Schicksal erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Für nur 10 Rubine öffnet sich dir die Tür zu deiner eigenen Zukunft. Wirst du sie durchschreiten? Aber unbedingt lasse ich mich gerne von dir abzocken. Sei es. Nun, welche Tür soll ich für dich öffnen? Arbeit oder Liebe? Ja, was wohl? Liebe? Was geht denn? Ich habe es vernommen. So werde ich dir die Gestalt der Liebe zeigen, die du selbst noch nicht erkannt hast. Gut es sei. So! Ichni bichni. Was? Was? Willst du mich jetzt verarschen? Der alte Mann oder was?
sie meine wahre Liebe? Badass, du hast einen seltsamen Geschmack. Geh dahin, wo dein Blick dich hinführt. Ja, komm, ich möchte noch was über meine Arbeit wissen. Ich habe es vernommen. So will ich dir denn die Aufgaben enthüllen, die deine Herren. Gut, es sei. Ischni, bischni, uschni, muschi, ramba, zamba, zumba und zalambi. Zabam. Was du suchst, ist unter Sand verborgen, voller Sand. Willst du es finden, fliege dorthin, wo du Sand vermutest. What? Hat es dir gefallen? Verlierst du dein Ziel wieder aus den Augen, komm jederzeit erneut hierher. Aber das ist cool, so ein Quest, alte. Dann weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Also sollte ich dem Typen also noch mehr Geld in den Rachen werfen. Vielleicht bekomme ich da wirklich irgendwas Cooles für. Vielleicht eine größere Geldbörse, das ist echt praktisch. Was ist denn? Hast du etwa bei Agneta etwas zu erledigen? Du siehst nicht aus wie einer ihrer Freunde. Du auch nicht. Das ist ihr Insektenpalast, oder was? Agnetas Zimmer. Das ist aber süß. Das ist total niedlich. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ja. Ich habe hier ein paar für dich. Aber ich glaube, ich möchte die erstmal so behalten, damit ich sehe, was da abgeht. Mir fällt auf, dass du einen Hauch von Pheromonen an der goldenen Insekten hängt. Du bist gruselig irgendwie. Sie erinnert mich auch total an Misa von Death Note. Misa, Misa, Misa. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht liegt es einfach an den Haaren und an den Kleidern, an diesem Lolita-Style. Ich finde ihn ja persönlich echt süß. Und die Musik ist schön. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass hier auch noch irgendwo so ein goldener Käfer versteckt ist, weil... Das wäre echt Trollolol, aber ich glaube, hier ist nichts. Okay. Ich komme irgendwann mal in ferner Zukunft wieder. Ich weiß, du hast noch welche. Das ist gruselig. Bestimmt ist das, wenn ich alle Käfer finde, dann verwandelt sie sich in so eine riesige Gottesanbeterin einfach nur. Und dann rammt die mir ihre Zähne ins Gesicht und... haucht mein Lebenssaft aus. Dann bin ich nur noch so eine leere Hülle mit Haut und Knochen. Ich glaube, ich gucke zu viele Fantasy-Filme. Horrorfilme mehr. Hallo. Honni! Aber nicht bald die Show anfängt? Der Schaumaß ist einfach toll. Ich kann es kaum erwarten, ihn endlich live zu hören. Macht mal bald jemand auf. Oh, Hundi wollte mitkommen. Oh. Hundi. Hundi, 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 Hundi. Hundi, Hundi, Hundi. Was ist das hier? What the fuck? Junger Freund, willkommen im Reich der Träume und Hoffnungen. Hier kannst du dich fühlen wie ein echter Star im Zirkus und gleichzeitig tolle Preise gewinnen. Ja, du hast richtig gehört. Hier kannst du dich bei der Star Challenge vergnügen. Die Regeln sind ganz einfach. Sammle alle Sterne schnellstens ein, bevor die Zeit abgelaufen ist. Schaffst du doch, oder? Star... Ist doch ein netter Name, oder? Also, was ist? Sei kein Trauerklotz. Für lumpige 10 Rubine kannst du dich der Herausforderung stellen. Bist du dabei? Okay.
Danke, danke, junger Freund. Das Spiel fängt an, sobald du den Käfig betrittst. Also gib alles. Alles klar, dann los. Oh mein Gott. Ich bin leicht überfordert gerade. Nein, nein. Schaffe ich eh nicht. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn machen? Ach so. Oh nein, was für ein Jammer, junger Freund. Und gar nicht so einfach, ein Star zu werden, oder? Was machst du denn für ein Gesicht? Wenn du es nochmal probieren willst, dann bist du mit 10 Rubinen dabei. Also, aber klar. Danke, danke, junger Freund. Das Spiel fängt an. Yeah. Alles klar, dann los. Ach du Scheiße. Geschafft. Unmöglich. Das ist ja fantastisch. Ein neuer Star wird geboren. Und einen Preis bekommst du natürlich auch. Hier, bitte. Oh, einen größeren Köcher. Juhu. Also gut, der nächste Level wird speziell für dich entworfen. Und für niemanden sonst. Also besonderes ein Service für echte Stars. Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Ein echter Knaller. Daran wirst du dir die Zähne ausbeißen. Tut mir leid, aber wir bereiten gerade unser neues Spiel vor. Du solltest unbedingt wiederkommen, sobald es fertig ist. Und vergiss es ja nicht, auf keinen Fall. Denn dann wirst du gerupft. Das war irgendwie witzig. Obwohl ich schon wieder sinnlos Rubine ausgegeben habe. Aber ich habe einen größeren Köcher und das ist alles, was zählt. Wahnsinn, da ist er ja. Oh mein Gott, ich habe Groupies. Spitze, er hat mit uns gesprochen. Aber ich rede doch gar nicht. Ernsthaft jetzt? What the fuck? Ich habe eure Herzen, die esse ich jetzt auf. Nom 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 nom. Vielleicht kann ich ja gleich mit dem Hundi sprechen. Ach, und hier bin ich jetzt wieder, oder was? Kann ich hier eigentlich rein? Nee. Aber ich kann dir ganz viel Liebe schenken. Hundi, bitte einmal danke. Ja. Ich glaube, ich kann dir noch mal ein paar geben, ne? Komm, hier, hau rein. Wie lange muss ich das eigentlich machen? Wie viel braucht der? Und kann ich mich auch hier verwandeln? Ja. Sag mal, kannst du auch irgendwelche Tricks? Ich kann Sachen aufheben und apportieren. Eigentlich spiele ich am liebsten in Büschen. Aber das macht mein Herrchen gar nicht gerne. Oh oh. Scheiße. Oh lol 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 lol. Na gut, dann gehe ich. Na gut. Tja, wie viel habe ich dem jetzt schon gegeben? 200 Rubine, glaube ich. Aber wenigstens kommt man hier auch in die Stadt, auch wenn es dunkel ist. Und da werden dann nicht einfach blöd die ganzen Brücken hochgezogen und man kommt einfach nicht mehr rein. Das war ein bisschen... Bei Ocarina of Time hat mich das schon ein bisschen genervt.
wollte mal hier ganz kurz gucken. Auf mein Handy habe ich was bekommen. Eine Nachricht. Ah, okay. Ja, ne? Dann wieder weglegen, der Scheiß. Generation Smartphone hier. Ah, na gut. Ich glaube, ansonsten ist hier eigentlich dann alles soweit geklärt. Was ich aber noch machen wollte... Ich wollte eigentlich dem Goron noch ein bisschen Quellwasser wenigstens bringen. Damit er da den Weg freispringt. Ich glaube, das mache ich auch noch. Hier muss ich hin. Außerdem würde ich auch mal gerne bei den Soras vorbeischauen eigentlich. Ob die irgendwelche Probleme haben oder sowas. Aber so viel zu tun und so wenig Zeit. Es tut mir leid, falls mein Handy gerade man hört. Hä? Nein, wollte ich nicht. Sorry, ich pack schon weg. Was ist das? So, das ist nur das Ding. Die Orgel. Na, ich weiß nicht, wann ich die Minispiele mache und ob ich die überhaupt schaffe. Ansonsten muss... keine Ahnung, wer das ist. Da oben ist noch ein Geist. Kann ich ja direkt mal schnappen, wenn ich gerade da bin. Nein. Oh, Backe. Nein, du sollst da rüberspringen, du Ochse. Danke. Danke. What the fuck? Da war doch gar nichts. So. Hallo, Geistchen. Komm her. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es davon gab. Ich meine, ich habe jetzt 9 Stück schon mal. Immerhin. Aber es scheint so, als würden die Geister wirklich immer an den gleichen Stellen auftauchen. Könnt ihr mir das denn bitte schreiben, ob die immer an den gleichen Stellen auftauchen oder immer verschieden? Also da oben ist ja noch einer. In der Höhle ist noch einer. Das wären dann 11. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. 20? Ich hab's vergessen. Ah, nein, ich... Bitte. Ach, fuck. Ja, wir haben voll viel Zeit zu verlieren, aber juckt mich das? Nein. Links Ablenkungen. Also der da, der ist schon 3 Tage immer da. An dem Hühnerspielzeug. Ja, ich wüsste gerne echt, ob ich alle finde. Und was bekomme ich dann? Aber das nicht schreiben. Das wäre blöd. Das würde die Überraschung kaputt machen. Nur wie viele waren das jetzt noch? Das habe ich vergessen, ey. Ich muss meine Flasche auffüllen. Mit Quellwasser. Das gute Quellwasser. Ich muss jetzt meine Flasche extra dafür vergeuden. Und hier soll wohl noch was sein. Ich habe mir hier nämlich nicht alles genau angeguckt. Auf jeden Fall viele Rubine.
Geil. Na dann. Nein, nein, nein. Schniff. Schniff, schnapp. Okay. Ah. Noch eine Tür. Vermisst den nackigen Feen aus Ocarina of Time so ein bisschen. Ah, nice. Ups. Oh, Traum, schön. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da oben leuchten die Sterne, da unten leuchten wir. Schatztruhe geht auf, wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabimmel, rabum. Helmge, ein Herzstein. Jawohl. Vielen Dank an Link-Fan. An dieser Stelle, glaube ich. Weil er meinte, hier wäre noch irgendwas Interessantes eventuell. Habe ich ganz vergessen. Aber gut, dass es mir jetzt wieder eingefallen ist. Aber das... Hier geht's auch noch höher anscheinend. Aber das... sind immer noch Sachen. Ich glaube, dann brauche ich was anderes für. Ach, ärgerlich. Da ist auch noch eine Schatztruhe. Ah, gut. Was der Ranel hier alles hat. Jetzt habe ich schon langsam echt viele Items. Rubin. Das sind ja mehrere. Und die Steine sehen auch sehr verdächtig aus. Ich glaube, die sprenge ich auch noch weg. Hurra! Ach Quatsch, die brauche ich ja. Ja, Rubine. Jawohl. Das muss sich auch lohnen. Jawohl, ja. So, der sieht mir so nach... auch weiß nicht. Irgendwie verdächtig aus. Ach, aber Rubine sind auch nett. Und zack, habe ich wieder eine Menge. Gut. Und ein Fisch. Boah, muss man eigentlich angeln in diesem Spiel? Ist das eigentlich nötig? Ich weiß es nicht, ich frage euch. Wahrscheinlich für irgendein scheiß Herzteil. Nein, gar nicht. So kriegt man seine Zeit hier auch rum. Bitte zieh dich hoch. Danke. Wie viele Rubine wir jetzt wieder haben. Ist unfassbar. Aber da oben muss auch noch was sein.
interessant. Tja, ich glaube, ganz ehrlich, das lohnt sich erst bei Zelda alles zu erkunden, wenn man kurz vor Ganondorf ist. Oh, ich habe gespoilert. Aber es wird wahrscheinlich Ganondorf sein, der Endboss, schätze ich mal. Weil es immer so ist. Und wenn man dann alle Items hat, vielleicht. Vielleicht ist aber Ganon gar nicht der Bösewicht. Scheiße, ich wollte ja das Wasser. Mann, ich komme extra wegen dem Wasser hierher und vergesse dann das Wasser. Das ist mal wieder richtig typisch Lena. Das ist richtig, richtig typisch. Ich hoffe, ich kann das auch nehmen. Nein. Ja, super. Super. Ja. Es war ja so klar, dass das jetzt wieder nicht geht. Kann er sich nicht bücken? Geht das nicht? Ich versuche mal was anderes. Ah, scheiße, ich habe ja vergessen, das Ding anzuziehen. Warum geht das nicht? Manno! Wie soll ich denn da Quellwasser reinkriegen? Das ist doch hier die Ranell-Quelle, oder nicht? Oder ich muss zu den Soras oben. Vielleicht meinen die diese Quelle. Ich weiß nicht. Wenn ihr das seht hier, dann weiß ich es wahrscheinlich schon. Und bin dann auch schon dreimal da gewesen, aber... Weil ich versuche jetzt wieder so ein bisschen hier... Ja, einen kleinen Vorrat anzuhäufen. Weil ich habe auch noch ein anderes Projekt. Aber dazu irgendwann mal mehr. Auf jeden Fall habe ich hier Rupees. Ja gut, dann habe ich jetzt schon wieder... Ich überziehe ständig. Unfassbar. Dann würde ich erstmal sagen, wäre es das gewesen von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gut gefallen. Ich weiß, wir haben nicht viel Story gemacht, aber so ein bisschen was Sidequest-mäßiges. Ich versuche es jedenfalls. So, dann würde ich mich mal bei euch bedanken und ich hoffe, ja, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Ansonsten wünsche ich euch noch was und viele liebe Grüße. Wünscht euch eure Lenchen93. Tschüss.